Hallo und herzlich willkommen zurück in Pompeji, Italien. Bei Pompeji. Ja, Vitaro ist auch dabei übrigens. Ich bin auch wieder dabei. Ja. Muss nicht mehr selber ankündigen, ist doch gut. Ja, nö. Also, ich freue mich, ja, ich muss mich nicht selbst ankündigen, das ist auch schön. Das ist zumindest etwas, ne? Ja, letzte. Davor im Part muss ich mich ja selbst ankündigen. Ja. Ey, du hast mir ja keine Zeit gelassen, dich anzukündigen. Ja, wir sind vorbei. Ja, cool. Ja. Hey, guck mal, die zweite Pompeji-Folge und du bist wieder am Start. Ja. Ich bin wieder am Start und davor auch. Cool. Ja, Pompeji kennst du dich aus. In Pompeji kenn ich mich aus, ja. Also, was du jetzt brauchst, nicht mehr, weil ich habe ja nur die Achterbahn gebaut. Genau, du hast unsere Achterbahn in dem Bereich so ein bisschen gerettet. Bisschen AMC Flair reingebracht. Ja, da baut man eine Achterbahn und denkt sich, hey, das passt so ungefähr, dann gibt man die Mitarre und baut die einfach komplett um. Ja, das ist im Prinzip deine Achterbahn, die jetzt hier drin steht. Ja, gut. Ja, aber alles drumherum habe ich noch gebaut und ich, ja, wir fangen die Folge einfach direkt mit dem, ist das eigentlich das Stationsgebäude, das ist eigentlich davor noch das Stück. Also, sieht ja, man genau, auch so bisschen, das ist ja ist davor, genau. Ist ja noch gar nicht die richtige Station. Ja, das ist. Ich weiß gar nicht, warum das nochmal ein eigenes Gebäude war, aber ich habe mir bestimmt irgendwas dabei gedacht gehabt. Da ist auch die Geschichte drin, oder nicht? Die Geschichte von Pompeji ist im ganzen Wartebereich verteilt. Ja, ist richtig, genau. Also ja, in dem Haus hier ist auch ein Stück der Geschichte drin. Wobei ich glaube, in dem Haus beschränkt sich die Geschichte auf, hier, da pack deine Sachen da rein, sonst fallen sie in die Lava. Also ist überschaubar, was hier drin in der Geschichte passiert. Aber ja, das ist hier unser, ich weiß gar nicht, ob man das in der ersten Folge gesehen hat, wahrscheinlich gar nicht, ne? Der Typ hier, das ist unser Freund, der uns ein bisschen die Geschichte von Pompeji erzählt und warum wir auf dieser Achterbahn fahren sollten. Ja. Im Großen und Ganzen geht es eigentlich nur darum, dass wir hier an dem Vesuv sind, an dem Vulkan, und der untersucht den halt und möchte dann, dass wir ihn begleiten, damit wir ihn absichern können, falls irgendwas passiert. Dass er nicht allein da oben ist. Und irgendwas. Ja, ne? Ist eigentlich logisch soweit. Das ist im Prinzip die grobe Geschichte. Und natürlich ist es eine Achterbahn, es ist ein Themenpark, es muss irgendwas passieren. Es passiert da oben auch irgendwas. Kann man sich schon was denken. Also, das ist, glaube ich, die meistgetriggerte Bahn im ganzen Park. Ja, aber das ist auch wirklich ein bisschen unnötig komplex getriggert alles. Also, ich glaube, ich habe da eine Stelle mit 200 Triggern, wo es auch 20 getan hätten. Also. So im Nachhinein, ich habe halt noch nicht so wahnsinnig oft was getriggert im Spiel, deswegen habe ich das ein bisschen zu gut gemeint, sagen wir mal so. Aber das Ergebnis ist doch gut. Ja, im Endeffekt ist es cool geworden. Und zwar auf jeden Fall eine sehr angenehme Abwechslung von P zu bauen. Also gerade im Vergleich zu dem ganzen Venedig-Kram, den ich hier sonst so habe. Aber generell auch im Park ist ja eigentlich sehr viel Städte und sehr viel Häuser halt alles sehr ähnlich. Ja. Und ja, hier ein bisschen den Fokus mehr auf dem Grünzeug zu haben und Natur zu bauen und das, was ich irgendwie immer gerne baue mit den ganzen Ruinen und so einem Kram, das ging alles sehr viel einfacher und schneller in Pompeji, deswegen wird es von Pompeji auch nicht ganz so viele Folgen geben wie von Venedig. Ja, gut, was aber glaube ich gut ist. Ja, glaube ich auch, dass wir da fertig werden. Ja. Ich habe jetzt noch nicht alles von Pompeji vorbereitet gehabt an den Folgen, das heißt, ich weiß nicht genau, wie viele es am Ende werden, aber ja. So viele werden es nicht sein, es werden keine 10 Folgen, glaube ich. Ich hätte jetzt fast gesagt, ja, der Gameplay von Planet Coaster 2 ist ja schon draußen, aber wir nehmen das ja alle schon vorher auf, weil es ist nämlich jetzt ungefähr die Zeit. Hast du es ausgerechnet? Das ist ungefähr, ja. Ja, könnte gut möglich sein. Ich habe keine Ahnung, wann die Folge kommt. Ich glaube sogar ein Stückchen weiter sind wir sogar schon. Ja, wir sind ja gerade so ein bisschen am Vorproduzieren und haben jetzt aktuell so einige Folgen noch rumliegen, die halt noch nicht raus sind. Dementsprechend, ich habe keine Ahnung, wann das Ganze hier rauskommt. Ich habe die Übersicht darüber vollkommen verloren und auch so ein bisschen aufgegeben. Aufgegeben vor allem. Ja, ich meine, ist ja nicht schlimm. Es ist ja ist nicht so relevant, an welchem Tag das rauskommt. Also ist für mich jetzt zu wissen. Das war ja am Anfang noch ein bisschen anders. Da habe ich noch mehr Überblick gehabt. Aber das Ganze hat sich ja so ein bisschen entwickelt in
ja, unseren üblichen Chaos, würde ich mal behaupten. Ja, es endet so ein bisschen in Stress, würde ich sagen. Ja, es ist ja alles halb so wild. Ich meine, wir haben es ja gebaut und die Folgen sind ja an sich da mit den Speedbills. Wir müssen sie nur bequatschen. Ja, klar. Ist ja alles machbar. Und jetzt müssen wir es halt ein bisschen früher machen als ursprünglich gedacht, weil da halt so aus dem Nichts so eine Ankündigung kam. Ja, kommt mal nicht drum dann. Aber wir wollen ja auch, dass das Ganze noch rechtzeitig fertig wird und ja, der Park auch noch irgendwie ein bisschen gesehen wird, sag ich mal, bevor dann alle Augen nur auf Planet Coaster 2 sind. Das ist richtig. Weil wäre schade, wenn der Park dann untergeht, weil Planet Coaster 2 halt draußen ist, ne? Ja, ich glaube, wir sind auch nicht die alleine mit dem Problem. Ich glaube, alle, die gerade irgendwas bauen, sind jetzt im Hinterher überlegen, macht es Sinn, das noch fertig zu machen oder nicht? Ja, ich habe mit Ginny geschrieben und die ist sehr in Panik geraten mit ihren Park. Oh, das glaube ich. Das ist noch gar nicht so weit, ne? Nö, gar nicht. Ja, die, ja. Also laut Status ihres Parkes braucht die bestimmt noch über ein Jahr. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ich meine, jetzt weiß auch keiner so richtig genau, wie es aussieht, dass jetzt hier, sobald Planet Coaster 2 rauskommt, dass dann einfach niemand mehr den ersten Teil spielt und sofort alle nur noch den zweiten sich anschauen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, das passiert ich glaube, da werden auch einige abwarten, wie sich das Spiel überhaupt entwickelt. Weil, ja, im Normalfall ist es ja auch eigentlich nicht so ratsam, dir irgendwas zu kaufen am ersten Tag, sondern erstmal zu gucken, wie es halt funktioniert, wie die Reviews so sind, ob das überhaupt ein gutes Spiel ist. Ja. Oder man Gut, bei uns ist was anderes, wir haben jetzt unseren YouTube-Kanal, wir müssen. Ja, wir kommen nicht rum, auf jeden Fall. Im Normalfall macht es halt eigentlich Sinn zu warten und sich erstmal ein bisschen anzuschauen, wie das Spiel ist. Deswegen glaube ich nicht, dass der erste Teil direkt tot ist, sobald der zweite rauskommt. Von daher, klar, wir haben jetzt auf einmal alle Stress, gerade die ganzen Content-Creator, die sind jetzt alle so, oh Gott, ich muss alles fertig bekommen. Aber ich glaube, ganz so dramatisch ist es eigentlich gar nicht. Ja, der Benutzername macht hier auch nochmal einen Contest, ne? Wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja, ich find's auch spannend. Ich habe jetzt generell in den letzten Tagen irgendwie ein bisschen häufiger noch mitbekommen, dass jetzt Leute noch irgendwie neue Projekte anfangen oder neue Contests starten oder so. Ja. Also irgendwie ist dann vielleicht einfach jetzt die Motivation zu dem Spiel wieder ein bisschen hochgegangen. Das kann sein, ja. Das ist, wie auf dem Schirm ist das Spiel. Ich meine, es sind ja auch viele abgehauen, weil halt einfach nichts mehr Neues kam halt, ne? Ja, ich meine, das Spiel ist halt auch 8 Jahre alt, ne? Irgendwann ist es auch vorbei. Ja, stimmt. Und ich glaube, die wenigsten sind halt dann an dem Punkt, wo sie sagen, wir spielen das Spiel immer noch. Die meisten ziehen dann weiter zum nächsten Spiel und kommen dann gerne wieder zurück, wenn hier der nächste Teil rauskommt. Ich glaube, das machen die meisten Leute so. Ja, wir sind immer noch dabei. Ja, gut, wir sind auch nicht von Anfang an dabei gewesen. Ne? Also, das stimmt, ja. Ist ja noch ein bisschen frischer, was das alles angeht. Von Anfang an gespielt, aber nicht auf YouTube, ne? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich von Anfang an gespielt habe. Ich glaube, ich habe auch erst ein bisschen später angefangen. Aber ja, wir haben das Spiel auf jeden Fall alle schon ein bisschen länger, aber YouTube halt noch nicht so lang. Ich habe überlegt mal, seit wir YouTube machen, bis zum Zeitpunkt, wo der zweite Teil rauskommt, haben wir 2 Parks gebaut. Eigentlich nur ein. Ich wollte es gerade sagen, eigentlich nur ein. Ist schon krass, oder? Ja, es ist schon richtig mies, ja. Ja, man lernt auf jeden Fall draus. Also, haben wir schon ein paar Mal gesagt, aber die nächsten Projekte, ich glaube, das bleibt auch so, werden erstmal was kleiner. Ja, selbst im zweiten Teil dann, ne? Wenn wir erstmal kleinere Parks bauen, glaube ich. Ich glaube, gerade beim zweiten Teil macht es erstmal Sinn, das Spiel so ein bisschen kennenzulernen. Zu gucken, was sind da für Teile drin, wie kann man die zweckentfremden. Ja, da wird es wahrscheinlich einige geben. Ja, ich glaube, da kann man ganz, ganz viel noch Vor allem, wenn man jetzt auch noch skalieren kann, sind ja komplett neue Möglichkeiten. Ja, es muss erstmal dir antrainieren, diesen Gedankengang zu haben. Oh, ich kann das Teil ja kleiner machen. Was könnte ich damit jetzt tun? Ja. Also. Oh Gott, ich brauche danach Urlaub erstmal. Ich muss das Spiel erstmal kennenlernen. Ja, ich denke, wir haben da alle dann ganz viel, was wir kennenlernen können dran. Also, wenn ihr euch selber noch nicht sicher seid, ob ihr das Spiel holen wollt oder nicht, ihr könnt ja einfach mit uns gemeinsam das Spiel kennenlernen und dann entscheiden, ob es das für euch ist. Ja, wäre auf jeden Fall eine Idee. Ja, wenn auf jeden Fall. Und Geld gespart, wenn es halt nichts für euch ist, dann auf einmal, ne? Ja, wir werden es auf jeden Fall austesten und auch in Videoform hier mal präsentieren, was wir da tun. Aber das ist ja eigentlich klar, ne? Das ist ja hier auch nichts anderes. Eben. Ist auf jeden Fall sehr cool, dass der Teil rauskommt. Haben wir alle
lange drauf gewartet, schon fast nicht mehr dran geglaubt, aber umso schöner, dass er kommt. Der Dennis hat doch jetzt irgendwas nur nebenbei, der hat doch jetzt gerade geschrieben, wir machen doch nochmal Park, ich will jetzt nichts Falsches sagen, nochmal Parktouren dazu, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Ja, also es ging ein bisschen darum, dass wir bei der Parktour von Temple of the Death haben wir gesagt gehabt, wir nehmen keine weiteren Parkbewerbungen an, weil wir keine weiteren Touren machen, weil wir die nicht mehr alle schaffen würden, bis Planet Coaster 2 rauskommt. Ja. Und dann haben wir halt ein bisschen Feedback in den Kommentaren bekommen, dass es voll schade ist, weil es dann ja gar keinen Sinn macht, an den eigenen Projekten weiterzubauen, wenn die gar nicht mehr präsentiert werden können. Und das irgendwie ist ja auch irgendwie doof. Und verstehen wir auch total. Und das macht ja genauso, wie ich es eben meinte. Wahrscheinlich ist es ja nicht so, dass der erste Teil einfach komplett in Vergessenheit gerät, sobald der zweite rauskommt. Von daher war der Gedankengang jetzt, zu sagen, wir machen das so ein bisschen fließend vom Übergang. Wir zeigen, während wir Planet Coaster 2 zeigen, auch noch die Planet Coaster 1 Parks von euch dann halt. Genau. Es wird dann über die Zeit natürlich auch ein bisschen weniger werden. Irgendwann wird es dann auch nur der zweite Teil sein, aber ja. Gerade am Anfang wird es wahrscheinlich beides noch bleiben. Aber wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann wollte er dazu auch noch ein Video machen. Und wir erzählen hier wahrscheinlich was vor ein paar Wochen schon. Was schon draußen ist, ja wahrscheinlich. Ja, das ist immer so ein bisschen das Ding, wenn man hier so ein bisschen vorproduziert und weiß halt nicht, was alles noch kommt. Ja, wie gesagt, wir wissen ja nicht, wann das Video hier kommt. Aber selbst wenn es so ist, habt ihr dann nochmal den Reminder, dass wir wahrscheinlich auch weiter noch eure Parks zeigen. Also hat sich nichts geändert. Nochmal zur Erinnerung. Ja, könnt ihr uns gerne Sachen schicken. Glaube ich. Glaube ich vielleicht eventuell. Ja, da ist er. Dennis ist ja ganz souverän, was die Parktouren und so angeht. Da möchte ich aber gar nicht reinsprechen. Der hat da das letzte Wort. Ist unser Parktourenmann. So. Ja, ist er einfach der Experte, was das angeht. Ja, einfach der Experte. Deswegen, ich weiß nicht, wenn er in seinem Video oder was auch immer er da jetzt vorhat zu machen, wenn er da nochmal sagt, nee, wir nehmen auf jeden Fall doch nichts mehr an, dann stimmt das auch nach wie vor. Dann ist, weil ich das jetzt gesagt habe, das ist nicht mehr so. Wir hatten es halt nur so grob besprochen gehabt und das war halt unsere Lösung, bei der wir nicht gelandet sind. Das sieht man schon in Neapel. Ja. Stimmt, ja, so ein bisschen kann man schon rübergucken. Ist schon gespoilert jetzt. Ja, Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen bemüht beim Bauen, die Kamera nicht so viel zu bewegen, dann habe ich da einen ungünstigen Winkel ausgesucht gehabt. Egal. Ich sehe auch schon, man sieht auch tatsächlich gerade einen kleinen Venedig-Spoiler, aber ich glaube, das versteht auch gerade noch keiner. Nö. Ja, das siehst du auch nicht. Oh, guck mal. Und Rom sieht man auch noch, jawohl. Ne, perfekt. Ich glaube, wir sollten die Rom-Folge rausbringen, bevor die hier rauskommt. Ich glaube auch. Aber Neapel ist ja nicht so wild. Da ist das Kolosseum auch schon fertig. Nee, das ist sogar ganz Rom ist fertig. Ja, ich glaube, das war ganz komplett fertig. Genau. Du warst ja letzte mit Pompeii, ja stimmt. Ja. Genau, ich habe Pompeii gebaut, als der Rest des Parks schon fertig war, wegen dem ganzen Terraforming. Sprich, eigentlich ist der gesamte Park schon fertig an dem Punkt und ich hoffe, ich habe jetzt dann doch nicht zu viel gezeigt. Aber ich glaube, ich habe beim Aufnehmen auch gar nicht so stark darauf geachtet, muss ich zugeben. Ja gut, das Hotel kennt man auch noch nicht, egal. Hast du das denn aufgenommen? Nee, das habe ich nicht aufgenommen. Ne. Das siehste. Das habe ich einfach so aufgenommen. Ja, okay, ja, hast du recht. Ja. Machen wir jetzt einen kleinen Abstecher in einen anderen Part vom Park. Es gibt ein neues Hotel. Jetzt links. Ja, wir hatten noch kein Hotel und ich dachte, ich baue jetzt mal ein Hotel. Das war ja eigentlich geplant, dass da so ein Berg ist und einfach nur Bäume. Und ich dachte so, naja, wir haben schon mal Platz. Wir wollen unbedingt ein Hotel haben im Park, dann baue ich eins. Da habe ich mal den Berg genutzt. Ja, fand ich, war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Also, ursprünglich war das Ganze als eigener Bereich geplant, den wir dann gecancelt hatten. Deswegen sage ich bloß, dass jetzt weiß nicht, gar nicht, nichts was da ist. Hingekommen wäre, glaube ich, Galileo oder sowas hat man da. Oder ja, ich meine, sowas war das, ne? Ja, das ist alles schon. Ich meine, wir haben den Park vor zwei Jahren das angefangen, aber, ne? Ja. Müssen wir Part 0 angucken, da habe ich ja alles. Boah, da war ich aber auch noch so, ja, hallo. Und das ist eine Gruppe von 7 Mann und so. Ja, es war das erste Video auf dem Kanal. Jetzt nach dem Trailer von Universal, aber das erste richtige Video. Tatsächlich, ja. Also, da hat sich viel getan seitdem, das stimmt. Da habt ihr euch ja noch nicht getraut. Was soll das denn heißen? Die erste Folge war mein Part.
Das ist richtig. Wir haben uns nur gedacht, es macht am meisten Sinn, wenn unser Gruppenleiter die erste Folge macht. Gruppenleiter, ich bin kein Gruppenleiter mehr. Jetzt dem Zeitpunkt war es das noch. Ja. Ja. Ja, guck mal hier, Folge schon hier vorbei. Ganz schnell, schnell geht das. Ja, so schnell sind wir in 14 Minuten rum. Ja, die Pompeii-Folgen sind zum Glück nicht ganz so lang wie die Venedig-Dinger, da kommt man ein bisschen besser durch. Aber solange es Spaß macht, ist doch eigentlich auch egal, wie lang es ist. Deswegen denke ich mir auch. Genau, ich denke mal, ich hoffe mal, ihr hattet Spaß. Ich hatte jetzt auf jeden Fall Spaß, du glaube ich auch. Ne? Du hattest Spaß gehabt, ja? Ja, doch. Ich eigentlich nicht so. Ja, okay, dann muss ich nächste Woche alleine machen. Nein, natürlich habe ich Spaß gehabt, mit dir immer. So viel Nettigkeit, jetzt geht's wieder. Ja, Folge vorbei, tschüss. Bald ist vorbei, mach's gut, tschüss. Willkommen auf Seven Sense mit Mitaro, Rick und Blue Fire. Achterbahnträume und Gaming-Feuer, immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt, hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert uns.